Und völlig traurig saß er im Asylheim, hörte Radio und da kam ein Lied, das er unbedingt festhalten wollte und hat seinen Freund nach seinem Walkman gefragt mit Aufnahmefunktion, hat seine Kassette überspielt, hat das Lied aufgenommen und eine Woche später, als die Telefonleitung wieder ging, hatte meine Mutter das Lied I Just Called to Say I Love You von Stevie Wonder vorgespielt. Unseren nächsten Gast kennen Sie aus spektakulären Serien wie Babylon Berlin oder Kudamm. Sie kennen ihn ganz gewiss auch als Franz Kafka oder Ludwig II. Und wir begrüßen noch einmal den Schauspieler Sabine Tambrea. Sabine, mir gehen diese 3% nicht aus dem Kopf, über die wir vorhin geredet haben. 3% der Schauspielerinnen und Schauspieler können von dem, was sie als Schauspieler und Schauspielerinnen verdienen, leben. So habe ich euch verstanden. 97% nicht. Hast du mal zu diesen 97% gehört? Habe ich. Ich habe zwei Jahre lang habe ich vorgesprochen an Schauspielschulen und es hat einfach nicht klappen wollen. Und in der Zeit habe ich in einem Modeeinzelhandelskaufhaus verkauft und Leuten gesagt, dass die Jeans besonders gut sitzt, die sie gerade anhaben. Auch wenn es vielleicht gar nicht wahr war. Nee. Ich möchte mich nicht weiter dazu äußern. Hast du den Glauben verloren während dieser Zeit? Nein, niemals. Wow. Was hat dir den Glauben erhalten? Ich würde es gern anders beschreiben. Wenn mich junge Menschen fragen, ob ich empfehlen könnte, dass sie den Beruf des Schauspielers oder der Schauspielerin ergreifen, dann sage ich ihnen auf gar keinen Fall. Und wenn diese jungen Menschen trotzdem diesen Weg eingehen, haben sie genug Wahnsinn in sich, um auch diese Täler durchzuhalten. Und so war es bei mir irgendwie. Ich wusste, wo ich hin will. Ich fand es schade, dass die Dozentinnen und Dozenten an den Schauspielschulen mein Talent nicht sehen wollten. Nach 2 Jahren hat es letztendlich geklappt. Sie haben die Klasse nicht vollgekriegt und dann haben sie den Nächsten von der Liste nochmal zurückgerufen. Und ich war tatsächlich im Topf an der Ernst Busch, so hieß das, wenn die Nachzügler noch mal zurückgerufen wurden. Und letztlich war das der entscheidende Moment für dich, dass es dann geklappt hat und funktioniert hat? Naja, also ich habe vorher schon am Theater in Hagen gespielt und für mich war klar, dass ich mich auf einer Bühne wohlfühle. Mir war es wichtig für meine Eltern, die geflohen sind aus Rumänien und deren Sprache die Musik ist, die sie uns Kindern weitergeben konnten, damit wir mit den besten Voraussetzungen im Leben zu den Besten gehören können später. Für sie war es wichtig, dass... Und ganz kurz, wir reden von professionellen Musikern, die wirklich auf höchstem Niveau spielen. Du hast in sehr jungen Jahren mit dem Geigespielen begonnen. Genau, Und dann aber gesagt, ich lasse das sein und wende mich der Schauspielerei zu. Auch eine starke Entscheidung. Ne? Ja, das war... brauchte lange Zeit, bis ich den Mut gefasst habe. Aber es war für mich wichtig, dass meine Eltern, die unsicher waren, dass ich jetzt ihren Kompetenzbereich verlasse, dass sie wissen, dass ich gut aufgehoben bin und dass es dort andere Menschen gab. Also sie haben recht schnell ihren Frieden damit geschlossen, dass ich diesen Weg gehe, als ich an der Ernst Busch angenommen wurde. Und ganz ihren Frieden geschlossen haben sie mit meinem Berufswunsch als Schauspieler, als ich einen deutschen König gespielt habe. Ich habe gerade kurz gezuckt, ob ich diese Frage stellen darf, weil es geradezu kitschig klingt. Die Migranten aus Rumänien, die dann darin einen Stolz empfinden oder deswegen einen Stolz empfinden. Ist das so? Oder einen Stolz? Wofür? Einen Stolz empfinden, weil du diese Rolle gespielt hast? Oder? Also überhaupt, also es ist erstmal ein Luxus, überhaupt drehen zu dürfen. Okay, jetzt verstehe ich. Und dann auch noch diese Figur, wo wirklich jeder in Deutschland und in Bayern vor allem ein sehr genaues Bild davon hat, wie dieser König war oder gewesen sein musste. Das ist natürlich, und es ist gut gegangen. Also es, mehr als das. Bayern hat sich nicht beschwert. Ja. Noch nicht. Woher kommt dein Vorname? Sabine, ein männlicher Vorname? Ich stelle mich immer vor als Sabine ohne E. Und das ist so ein bisschen auch der Werdegang. Meine Mutter war überzeugt, dass ich ein Mädchen werden würde. Und konnte davon und dann nicht lassen. Die Enttäuschung lassen. War leider sehr groß, als da noch was zu entdecken war an meinem Körper. Sabine! Nein! Dieser schöne Name, den geben wir nicht auf. Nein, wir schneiden nur das E weg. Okay. Immerhin nur das E. Ja. Kennst du andere Sabines? Ja, es gibt tatsächlich einige in Rumänien.
aber auch nicht so viele. Also ich glaube, im Zehnerbereich bewegt es sich. Wann warst du zuletzt in Rumänien? Vor 2 Jahren, zur Recherche. War das die Recherche? Das war die Recherchereise für mein Buch, ja. Du hast ein Buch geschrieben, Vaterländer, das die Reise deiner Familie erzählt. Das Buch beginnt mit sehr, sehr bewegenden Seiten. Da kommt ihr nach Deutschland, Köln, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, ne? Köln. 87. Der Vater war zuerst aufgebrochen, hatte euch zurückgelassen, nicht wissend, ob ihr ihm jemals folgen können würdet. Ne? Ja. Ihr wart in Rumänien und es war das alte Rumänien Ceausescus. Es war genau. Nicht klar, ob ihr euch wiedersehen würdet. Ja. Und dann kommt es zu diesem Wiedersehen am Kölner Bahnhof, auch noch zu einem Missverständnis, welcher Mann ist jetzt der Vater. Ja. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wie war diese Recherchereise zurück für dich? Es war ein Kennenlernen meiner eigenen Wurzeln, von denen ich nichts wusste. Ja. Also ich bin... Sprichst du eigentlich Rumänisch? Du sprichst mit deinen Eltern Rumänisch? Ich spreche mit meinen Eltern Rumänisch, mit meiner Schwester nur Deutsch. Ja. Meiner Schwester war es sehr früh sehr wichtig, dass wir untereinander nur Deutsch sprechen, um uns möglichst schnell an die Sprache zu gewöhnen. Und diese Reise hat mich menschlich absolut geerdet und mir gezeigt, wo meine Mitte ist. Es ist schwer, das zu beschreiben, aber dieses ganze Buch, diese ganze Reise hat mich zu mir selbst geführt, ohne vorher zu wissen, wer ich eigentlich bin. Hattet ihr darüber gesprochen in der Familie? Hatten deine Eltern erzählt, was geschehen war? Wie in den meisten Familien, die eine Fluchtgeschichte haben, ist das Mittel der Wahl die Verdrängung. Ja. Da ist meistens nicht aufgearbeitetes, man redet nicht darüber. Die Wunden tun einfach zu sehr weh, wenn man darüber redet. Und so war es auch in unserem Fall. Ja. Und das erste Mal haben meine Eltern angefangen, darüber zu reden, als mein Vater scherzhaft fragte, was nach meinem ersten Roman käme, woran ich arbeiten würde. Und er begann zu erzählen. Und es hörte nicht mehr auf. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt bricht etwas auf in ihm. Er war verheilt genug von den alten Schmerzen, als dass er jetzt offen darüber sprechen konnte. Und da wusste ich, jetzt hat mich das Thema des zweiten Buchs gefunden und nicht andersrum. Ja. Kannst du von diesen alten Schmerzen sprechen oder tut das zu sehr weh? Meinst du das Schicksal deines Großvaters, der im Gefängnis war, gefoltert wurde? Ist das das, was du meinst? Es sind sehr, sehr viele Facetten von Schmerz. Beispielsweise als Kind die Eltern zu beobachten, was sie durchlitten haben, als sie unser Land verlassen haben. Und Menschen, die fliehen, tun sie es nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Und zu sehen, wie die Mutter leidet, ihre Familie nicht mehr sehen zu können oder überhaupt nicht zu wissen, ob wir sie jemals wiedersehen. Ja. Ja. Die Arbeit aufzugeben, alles, was einem das Selbstwertgefühl aufrechterhält, das war schon sehr schmerzhaft als Kind, das mitzuerleben. Allerdings hatte ich damals keinen Vergleich. Ich kannte meine Eltern nicht anders. Und jetzt durch die Arbeit an dem Buch sind wir gemeinsam dieses große schwarze Fragezeichen angegangen und konnten uns als erwachsene Menschen neu definieren, wer wir eigentlich sind, auch als Familie. Ja. Dein Großvater, wir haben es gerade schon kurz erwähnt, war inhaftiert, ist gefoltert worden und hat darüber geschrieben, was einen Teil dieses Buches ausmacht. Es war schwer, das einzuarbeiten, nehme ich an. Ich wusste, dass uns Enkelkindern seine Memoiren vererbt wurden. Ja. Ich hatte aber immer sehr große Angst, mich damit zu befassen. Weil die waren nicht angerührt worden, ne? Nee. Ich wusste ungefähr, er war 3 Jahre inhaftiert. Und ich wusste, dass er von Gefängnis zu Gefängnis weitergereicht wurde, bis schließlich im Arbeitslager er gelandet ist. Aufgrund einer falschen Anschuldigung. Und das ist alles, was ich wusste. Und jetzt, als ich unsere Geschichte erzählen wollte, wollte ich einen Bogen über 50 Jahre eines Untergang eines Landes erzählen. Und dazu gehörte auch die Zeit vor Ceausescu unter Gheorghiu Dej. Ja. So habe ich ihn, seine Geschichte kennengelernt. Ihn, mein Großvater, der eigentlich zu meiner Vaterfigur wurde, als mein Vater geflohen ist. Und so habe ich ihn 20 Jahre nach seinem Tod so kennengelernt. Da ist dein Großvater, wir sehen ihn. Mhm. Ja. Ja, der Wunderbare. Ja. Es gibt eine Szene im Buch, die wirklich berührend ist, viele andere auch. Aber dein Vater ruft deine Mutter an und spielt einen Song. Ja. Erzähl uns davon. Also mein Vater wollte anrufen in Rumänien, weil er
Probespiel bei der Philharmonia Ungarica hatte. Das war ein Orchester für geflohene Musiker aus dem Osten, aus Ungarn vor allem. Die große Chance für ihn, ne? Oder das war die einzige Chance, um Fuß zu fassen, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen und durch das Familienzusammenführungsprogramm mich, meine Schwester und meine Mutter nach Deutschland zu holen. Ja. Und er wollte anrufen, allerdings hat die Securitate in Erfahrung gebracht, dass er an diesem Tag dieses Vorspiel hatte und die haben einfach die Telefonleitung gekappt. So konnte er nicht anrufen, um die gute Nachricht zu überbringen, dass er es geschafft hatte. Und völlig traurig saß er im Asylheim, hörte Radio. Und da kam ein Lied, das er unbedingt festhalten wollte und hat seinen Freund nach seinem Walkman gefragt mit Aufnahmefunktion, hat seine Kassette überspielt, hat das Lied aufgenommen und eine Woche später, als die Telefonleitung wieder ging, hatte meine Mutter das Lied I Just Called to Say I Love You von Stevie Wonder vorgespielt. Oh. Vielen Dank, richtig auf. Wir waren schon beim Geigenspiel. Ich möchte, dass wir uns einmal anschauen, wie du Geige spielst als Junge, okay, in sehr frühen Jahren. Dass wir das sehen, weil man da ja einen künftigen Berufsmusiker sieht in Wahrheit. Warum hast du es gelassen? Warum bist du weg von der Musik? Es war nicht mein selbst entschiedener Weg. Ja. Und dieser Druck, den man als Musiker hat, alleine üben zu müssen, die Reflexe in die Finger einprügeln zu müssen, über Jahre alleine im Zimmer, das war nicht mein Weg. Und ich war auch ein bisschen faul, muss ich sagen. Und dann auf einer Bühne zu stehen und du triffst den Ton nicht, um einen Millimeter falsch, dann heißt es, du hast nicht genug geübt und du kannst nicht zur Spitze gehören. Ja. Und ich war dann immer so aufgeregt vor Auftritten, dass mein Kreislauf ist zusammengesackt. Und meine Eltern dachten sich, aha, sowas kriegt man durch Disziplin weg. Sie haben mich am Theater Hagen in den Kinderchor gemeldet, damit ich mich an die Bühnensituation gewöhne, vor Publikum. Und ich habe mich sehr gut an die Bühne gewöhnt, allerdings ohne Geige in der Hand. Sabine, zu einer aus meiner Sicht deiner schönsten Rollen gehört die in einem Land, das es nicht mehr gibt. Es geht um die Frauenzeitschrift Sibylle, Frauenzeitschrift in der DDR, und du spielst einen der sehr rebellischen Künstler dort. Hat dir das etwas ganz Besonderes gegeben? Kanntest du überhaupt die Sibylle vorher? Ich kannte sie, ja, tatsächlich. Und ich würde diese Figur nicht rebellisch nennen, sondern eine frei denkende Figur. Und unter den Umständen der damaligen Zeit war es natürlich rebellisch. Aber dieser Rudi, den ich spielen durfte, war der erste Schritt, um mich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, in einem System zu leben, wo man seine Gedanken nicht frei äußern darf. Und das war so der erste Schritt, bevor ich mich dann mit meinem eigenen Land, mit Rumänien, eben mit einem anderen System, wo es tödlich enden konnte, wenn man seine Gedanken geäußert hat. Sabine, du bist Vater geworden, zum ersten Mal Vater geworden. Hat das Schreiben des Buches für dich in der Rolle des Vaters noch einmal etwas verändert? Also kannst du dich der Vaterrolle anders nähern? Ich bin froh, dass ich das Buch vorher beendet habe, dadurch, dass ich vieles in mir selbst abschließen konnte, von dem ich gar nicht wusste, dass es offen ist. Und ich bin froh, dass ich mein Kind davor bewahren kann, dass das Kind Dinge erfüllen muss, die ich gerne erfüllt sehen würde. Ja. Und so kann ich jetzt nur unterstützend zur Seite stehen, mich zurücklehnen und, jetzt würde ich einen Scherz machen, meine Frau die Arbeit machen lassen. Nein, einfach das Kind darin unterstützen, seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist einfach das Wichtigste, was ich beitragen kann. Willst du mit deinem Kind Rumänisch sprechen? Ich spreche so schlecht Rumänisch, es wäre nicht gut, wenn das Kind so, so fehlervoll Rumänisch lernen würde. Sabine Tamrea.
übrigens seit gestern für Franz Kafka Bambi nominiert. Wir gratulieren, wir wünschen Glück. Vielen Dank.